Tag 3. Die Nacht war ruhig und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, die Nacht war ruhig. Nathan geht es offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Ah, ja, und ich habe wieder den Bildfehler, wie ich sehe, nach dem LAN. Das ist ja faszinierend. So. Oh, richtig heftig krank. Das ist natürlich ungeil. Ich würde erstmal sagen, wir werden jetzt mal ganz schnell zusehen, dass wir hier einen Ofen bauen. So, beziehungsweise ein einfaches Heizgerät. So, das ist nämlich das erste, was ich bauen wollte. Das stelle ich mal einfach mal so ganz spontan hier hin. So, hier, komm mal runter. Hungrig, müde. Können wir wieder was kochen? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein Witz. So, da bin ich wieder zurück. Ich musste gerade einen ganz spontanen Cut einlegen, weil hier immer wieder irgendwelche Spastis rumgebohrt haben. Also, es ist ja echt egal, ob du mitten in der Nacht oder spät abends was aufnimmst oder zu den Ruhezeiten. Du hast hier einfach in dieser absoluten Vollassi-Gegend nie deine Ruhe. Ich bin echt froh, dass ich in ein paar Tagen hier dann endlich umziehe, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon seit ein, zwei Wochen umgezogen. Okay. Ich hoffe, es hält sich jetzt die nächsten 20 Minuten ungefähr so. Okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt bin ich natürlich hier... Okay, jetzt bin ich natürlich total raus. Ich brauche Holz. Ich habe kein Holz mehr. Ich brauche die Sachen, um zu heizen. Wir haben hier noch ein Buch. Nathan, du warst krank. War hier noch irgendjemand krank? Du nimmst hier auf einmal auf jeden Fall schon mal die gute Medizin. War hier noch irgendjemand krank? Scheinbar nicht. Oder ich verpenne es jetzt. Das kann natürlich auch sein. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Brennmaterial. Okay. So. Monsieur Händler möchte scheinbar nicht kommen. So, hungrig, müde, hungrig, krank. Da ist der Händler. Sehr gut. So, Victoria, du bist doch willensstark. Du könntest doch mal mit dem guten Herrn hier ein bisschen verhandeln. Wenn ich jetzt wüsste, was ich genau brauche. Gemüse ist natürlich immer gut. Ich habe Filter. Ach nee, Moment, das hat er. Das habe ich. 7 Wasser, er hat nochmal 8 Wasser. Er hat auch Waffenteile, die werde ich auch auf jeden Fall brauchen. Was ich dir auf jeden Fall geben kann, ist 2x Schmuck. Okay, dafür bekomme ich auf jeden Fall schon mal das ganze Wasser und die Waffenteile. Okay, davon habe ich auch. Wieso habe ich denn hier von so viele? Die Dietriche, die kannst du eigentlich auch beide haben. Du hast richtig geile Medizin. Gut, wir können uns einigen, ja. Die Kräutermedizin hätte ich dann doch schon gerne. Was ich auf jeden Fall brauche, ist auf jeden Fall Holz. Okay.
Ich bekomme ganz viel Holz, drei Waffenteile, acht Wasser und einmal Kräutermedizin. Wenn ich ihm diesen ganzen Kram hier bringe, kann ich vielleicht noch ein bisschen rumfallen. Sehr gut. Da wurde meine Aufnahme gerade unterbrochen wegen meinem tollen Surfstick. Der hat erstmal mein Aufnahmeprogramm gecrashed. Sehr gut. Ich sehe schon, diese zweite Folge ist voller Chaos. Das wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß, das Ganze zusammenzuschnibbeln nachher. Meine Güte nochmal. Bin ich froh, wenn dieser ganze Umzug vorbei ist. Okay, nochmal. So, zweimal Schmuck, dreimal elektrische Teile. Ein Dietrich reicht nicht. Den zweiten willst du auch noch haben. Okay, ganz viel Holz, das ist da. Das handeln wir erstmal. So. Du guckst dann gerade mal, was wir hier zum Aufrüsten noch brauchen. Was fehlt uns noch? Noch 4 Holz und 25 Schrauben, sage ich mal. So, Holz hast du gar keins mehr, das macht aber nichts. Ich hätte hier noch Kräuter für dich, mein Freund. Das würde dich doch sicherlich brennend interessieren. Dosenfutter nimmt man natürlich auch immer gerne. Wasser hat er gar nicht, er hat Bücher. Das ist sehr großzügig, das weiß ich, mein Freund. Okay. Das reicht schon wieder nicht. Das ist natürlich schwer zu kalkulieren, was wir jetzt hier alles abgeben. Ich würde sagen, das handeln wir auch noch. Okay, dann gucken wir mal. Das wollte ich nicht. So, dann müssen wir in der nächsten Nacht quasi nur noch 4 Holz und 11 Schrauben holen. Ich gucke mal auf meine schlaue Liste. 4 Holz und 11 Schrauben. Ja, da können wir sogar noch mal zum verlassenen Haus gehen. Leck mich am Arsch, ey. Da haben wir noch richtig gutes Zeug liegen. Haben wir da auch noch Essen? Nee. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Gut, Händler, ich bedanke mich. Hau rein. Oh hier. Wer von euch ist müde? Du bist müde? Alles klar. Dann legt die schlafen. So, ihr beide, ihr seid nur hungrig. Hungrig, hungrig. Dann würde ich mal sagen, du isst mal was. Hungrig, krank, müde, hungrig, müde. Dann würde ich mal sagen, dass ihr beide etwas essen tut. So. Du isst bitte auch mal was. Dann kann ich nämlich, denke ich mal, noch mal eine Doppelmahlzeit reinhauen. Ich denke mal, das geht. So, zweimal Brennstoff. Dafür nehmen wir doch mal die beiden Bücher. Dann können wir die nächste Doppelmahlzeit herstellen. Sehr gut. So ein bisschen mehr Brennmaterial könnte ich auch so generell gebrauchen. Du stellst mal parallel noch mal zwei her, damit wir es für die Nacht auch relativ warm haben. So, eine Doppelmahlzeit. Alles klar, let's do this. So, dann können die anderen beiden nämlich morgen essen.
Können wir noch was drauflegen? Na komm, plus 13 Grad. Kriegen wir es nicht noch in den OK-Bereich, sage ich mal? Das sieht mir nicht so aus. Okay. Chloe geht's bestens. Max geht's auch bestens. Victoria ist hungrig. Und er ist hungrig und krank. Hat aber gute Medikamente genommen und erholt sich. Das dürfen wir auf jeden Fall hinkriegen. Plus 15 Grad, jawohl. Sehr gut. Okay, dann haben wir noch mal das letzte Brenngedöns hier drauf. Plus 16 Grad. Leute, hier Luxus. Und guck mal genau, was wir jetzt brauchen. 11 Schrauben und 6 Holz. Und natürlich eigentlich ein bisschen mehr. Okay. 11 Schrauben und 6 Holz, das dürfte machbar sein. Guck ich nochmal auf meine Liste. 11 Schrauben. Ja. Ja, doch. Wir gehen ein weiteres Mal ins verlassene Haus. Nathan wird auf jeden Fall im Bett schlafen, der ist nämlich krank. Chloe und Max werden mal die Wachen übernehmen und mit Victoria gehen wir dann plündern und wir gehen natürlich ins verlassene Haus und wir nehmen rein gar nichts mit. Das heißt, Messer und Brechstange ist brav zu Hause. Okay, dann tun wir das mal. So, Victoria. Gucken wir mal, ob ich alle Schrauben mitbekomme. Medizin wäre natürlich auch nicht so ganz verkehrt. Okay, ich muss mal gerade überlegen, was braucht man denn? Okay, warte mal, wir haben jetzt diese eine gute Medizin, die nehmen wir mit. Die beiden Waffenteile können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. 4, 8, 12, 16, 20. Das heißt, wir hätten 9 über. Okay, 12, 4, 6, 8, 10. Da hätten wir dann nur 4 über. Also die nächste Nacht würde ich dann auf jeden Fall gerne woanders hingehen. Vielleicht zur Tanke oder so. Wobei, da brauchen wir, glaube ich, auch ein Sägeblatt. Aber bei dem anderen brauchen wir, glaube ich, 2. Basisausstattung. Ja, genau. Ich nehme einfach mal das hier mit. Und dann wäre das hier noch an Basisausstattung. Die guten alten Materialien. Sonstiges. Waffen. Und nochmal Sonstiges. Okay. Tag 4 und es fängt an zu schneien. Na, großartig. Ein früher Winter. Juhey. Wir wurden ausgeplündert. Das glaube ich aber nicht hier. Ja, sehr gut. Sehr gut. Chloe wurde zwar leicht verletzt, aber wir haben die Angriffe abgewehrt. Das ist doch sehr gut. So, Victoria, die kann sich erstmal was schnabulieren hier. Hungrig, leicht verletzt, müde, alles klar, ab ins Bett. Ne, es ist nur leicht krank und auch sehr hungrig, okay. So, hungrig, müde, Victoria, rüste doch mal bitte das Ding hier auf. Wir brauchen eine Axt und zwar relativ schnell, wenn ich das mal so sagen darf. So, Nathan, das Essen kriegst du aber auch allein hin, oder? Oder muss ich dir jetzt irgendwie was hier anreichen? So, leicht krank.
Hatte ich nicht zwei Filter? Hatte ich nicht zwei Filter? Hatte ich nicht zwei Filter? Setze ich mir gerade auf den Stuhl. Ich muss nachdenken. So. Okay. Oh, für die Axt fehlt uns ein Holz. Alter, ist das bitter. Aber wir haben genau fünf Teile. Okay, wir haben genau fünf Teile. Das heißt, wir könnten uns sogar morgen die Axt machen. Das bedeutet aber, ich kann jetzt erstmal keine Sägeblätter herstellen. Die Axt ist eindeutig wichtiger wie die Sägeblätter, weil die Sachen aufsägen bei den sicheren Loot-Locations. Das können wir immer noch. Okay, die Schaufel werde ich auf jeden Fall nicht machen. Victoria, geh doch mal rein ein bisschen Schnee sammeln, damit wir uns ein bisschen Wasser herstellen können in Zukunft. Und zwar sammeln mal bitte 2 Stunden Schnee. Das ist zwar eine Assi-Arbeit, aber irgendwer muss sie ja machen. So, Nathan, du weißt viel über Medikamente, ja? So, einen Filter. Ich muss das ganze Holz eigentlich verbraten. Unser restliches Holz. Ich muss unser restliches Holz verbraten. Wir brauchen Wärme. Immerhin haben wir es noch plus gerade. Das muss man auch mal so sehen. Aber der Vorteil an dem frühen Winter ist, wenn man das überstanden hat, dann ist man quasi schon auf der sicheren Seite, selbst wenn auch noch der Bürgerkrieg kommen sollte. Also die Bürgerkriegsphase, wie ich es ja immer nenne. So, hier dann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wir leben einige Blöcke von ihr entfernt und unsere Mutter ist sehr krank. Sie braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Ja, die Mutter hat genau dasselbe Problem wie wir, wie ich sehe. Okay, was haben wir aktuell? Wir haben aktuell einen leicht Kranken und eine leicht Verletzte. Und wir haben zweimal Kräutermedizin. Ich habe nur einmal diese gute Medizin. Ach kommt, nimmt sie. Ja komm, nimm sie und... Wieso haben wir noch... Hä, hatten wir nicht zweimal Kräutermedizin? Egal, komm, nimm die. Nimm sie einfach und verpisst euch. So. Okay. Nathan, kannst du einen Filter herstellen? Kannst du? Stell doch mal bitte gerade einen Filter her. Hungrig und zufrieden. Ja, das ist sehr schön. So, mit ins Bett gehen, meine ich übrigens komplett ins Bett gehen, wollte ich nur mal gerade anmerken. So, hier aufstehen. So, hier, komm. Ein bisschen Wasser herstellen, und zwar 4 Wasser. Wir brauchen Wasser. So, ich nehme mal an, mehr Brennstoff kann ich nicht herstellen. Ne. Kann ich was kochen? Mit 2 Brennstoff. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hungrig. Hungrig. Hungrig, hungrig. Okay, 2 werden morgen sehr hungrig. Die nächste Nacht werde ich auf jeden Fall noch spielen. Okay, wie mache ich das?
Wie mache ich das am besten? Ich werde zur verlassenen Tankstelle die nächste Nacht gehen. Da werde ich ja wohl 5 Holz finden. Und dann werden wir uns am nächsten Tag ein Beil bauen und unsere Bude hier auseinander nehmen, die ganzen Möbel zerkloppen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Brennstoff. Wenn man das hier aufrüsten will, braucht man so ein Thermostat, oder? Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Und dazu muss man, glaube ich, das hier aufpimpen. Ja, das ist ja herzallerliebst. Das ist sogar gar nicht so teuer. Okay. Dann würde ich mal sagen, sind wir für den Tag fertig? So, was haben wir hier? Die Autowerkstatt, da kann man wegen dem Schnee nicht hin, ansonsten kann man überall hin. Okay, wir haben also 3 sichere Loot-Locations. Hier sind wir schon recht gut durch. Das war, glaube ich, das, wo man 2 Sägeblätter braucht. Hier braucht man, glaube ich, auch eins, aber hier kann man trotzdem noch gut was looten. Wir gehen also mal zur geplünderten Tankstelle. So, Nathan ist immer noch leicht krank, der wird auf jeden Fall im Bett pennen. Max und Chloe werden wieder die Wache übernehmen. Die haben das letzte Nacht super gemacht und super abgewehrt, auch wenn Chloe leicht verletzt ist. Genau, mit Victoria gehen wir mal zur geplünderten Tankstelle. Was nehmen wir mit? Wir nehmen die Brechstange mit, das heißt, die beiden haben nur das Messer, um sich zu verteidigen. Ich hoffe mal, das reicht. Let's go. So. Und dann fangen wir mal ein bisschen zu wühlen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das müssen wir auf jeden Fall buddeln. Das werde ich natürlich gleich erledigen. Aber erstmal noch hier schnell die Autos auseinandernehmen. So, Victoria, dann buddel mal. Ah, verdammt. Wir brauchen die Brechstange erst da unten. Es dauert so lange ohne eine Schaufel. Oh nein. Ich hoffe, die Mutter mit den Kindern, die revanchieren sich. Vielleicht haben sie noch ein paar alte Bücher oder so, die ich verheizen kann. Das wäre natürlich mehrmäßig geil. Na los, Victoria, gib mal ein bisschen Kette hier. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Sehr gut. So, dann gehen wir gerade hier hin und wir werden hier mal eine Loot-Location errichten, wo wir erstmal alles reinpacken. Na, ein Holz haben wir bisher, das ist natürlich jetzt nicht so megamäßig viel. Hier gibt es noch ein bisschen mehr Holz, oder? Also ich bitte euch. So, hier haben wir einen Hinweis. Aha. Ein Versteck, so. So, dann brech doch mal die Tür auf. Dahinter ist sowieso nur eine Ratte, das weiß ich ganz genau. Aber ich brauche Holz. Freunde, wir brauchen Holz. Da
geht doch. Wie aufs Kommando. So, Victoria, laden wir ein bisschen was ab. Ich glaube, die Brechstange, die hätte ich echt zu Hause lassen können. So, dann immer noch das restliche Holz hier mit. So, dann gehen wir mal hier nach unten. Kann man auch ein bisschen was looten. Auch wenn wir da noch nicht durchkommen. Ja, sehr gut. Das will ich sehen. Okay, ich glaube, alles zusammentragen, das schaffen wir nicht mehr. Hallöchen. Okay, komm, scheiß drauf. Die Brechstange tue ich jetzt auch mal da rein. Sehr gut. Okay, dann fehlt eigentlich nur noch oben. Was haben wir hier noch? Ein Mann, der von der Bombardierung erfasst wurde. Wir machen erstmal die Tür hier auf. Da oben auf dem Dach ist auch noch was. Okay. So, was haben wir hier noch? Bei den Kisten oder was das hier sein soll? So, alles hier rein. Da kommt ein bisschen was, können wir noch mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Okay, das auf dem Dach nehme ich dann in der nächsten Nacht mit. Das war doch eine gute Ausbeute. So. Was nehmen wir denn mal mit? Wir nehmen auf jeden Fall die Brechstange wieder mit. Das Gemüse und das Wasser, das nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Die Waffenteile brauchen wir auf jeden Fall. So. Zehn Holz würde ich auf jeden Fall sehr gerne mitnehmen. Wir hatten ja, glaube ich, noch zwei Fleisch, meine ich, oder? Zwei, drei Fleisch hatten wir, glaube ich, noch. Ich würde sagen, ich nehme das so mit. Dann dürften wir am nächsten Tag auf jeden Fall die Axt bauen können. Und vielleicht sogar, ja, was heißt vielleicht sogar, so ein Sägeblatt dürfte mindestens drin sein. Genau, dann haben wir das hier noch an Basisausstattung. Das hier noch an Materialien. Weitere Materialien. Sonstiges und nochmal Sonstiges. Sehr gut. Dann mache ich mich mal vom Acker. Tag 5. Meine Güte, fast eine Woche haben wir es hier schon ausgehalten. Nicht schlecht. Die Nacht war ruhig. Ja, ihr kennt das ja schon. Ob die Nacht wirklich ruhig war, das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge erfahren. Ja, wie gesagt, nächste Folge tagsüber auf jeden Fall die Axt bauen und unsere Bude mal ordentlich auseinandernehmen.
Und auf jeden Fall schon mal ein Sägeblatt, weil wir werden dann in der nächsten Nacht definitiv zur Tankstelle zurückkehren und den Rest da zusammenkarren. Und dann werden wir auch Brechstangen und Sägeblatt nochmal mitnehmen und da unten auch alles leerräumen im Keller. Ja, und dann kann man eigentlich anpeilen, dass man noch zwei Sägeblätter baut und zum bombardierten Haus geht, wo man ja meiner Erinnerung nach auch nochmal zweimal was aufsägen muss. Dann haben wir die drei sicheren Loot-Locations auf jeden Fall super unter Kontrolle. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Und ich denke, bis wir das alles leergeräumt haben, dann ist der Winter auch vorbei. Denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.